Also man sagt, Offenbarung 4 ist schon die Entrückung der Gemeinde. Ich glaube das nicht, aus einem ganz bestimmten Grund, weil die Entrückung der Gemeinde ist der Abschluss des wichtigsten Heilskörpers in der Bibel. Christus wird vervollständigt. Die Gemeinde wird von der Erde hinauf versammelt. Episynagoge, sagt der Paulus, hinauf Versammlung. Das ist eine große Sache. Und meiner Meinung nach steht das nicht in Offenbarung 4 in einem Halbsatz, sondern das wird in der Offenbarung größer dargestellt. Erstaunlicherweise aber in Offenbarung 11 und 12, wo die zwei Zeugen plötzlich lebendig werden, auf ihre Füße treten, entrückt werden in den Himmel, ihre Feinde sehen sie und bekehren sich zu Gott. Das ist ein seltsames Kapitel, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Da ist meiner Meinung nach von Entrückung die Rede, aber in einer Form, die uns sehr fremd ist. Ja? Wir erwarten das eigentlich da nicht. Soll auch nicht heute unser Thema sein. Aber Offenbarung 11 und 12 sind die zwei Kapitel, wo tatsächlich von einer Entrückung die Rede ist. Aber damit sich anzufreunden, ist ein bisschen gedanklich, das zu verstehen, ist schwierig. Weil Paulus davon auch schreibt, übrigens über 40 Jahre vor Johannes. Paulus wusste also schon von einer letzten Posaune, Offenbarung 1. Korinther 15, ja, dass das Geheimnis Gottes offenbart wird zur letzten Posaune, denn Posaunen wird es, sagt Paulus. Also Paulus wusste von Posaunen und schreibt es 50, 60 nach Christus, während Johannes das hier erst 90 nach Christus schreibt. Das heißt, Paulus war nicht nur der große Völkerapostel, sondern ein großer Prophet auch und ein verkannter Mann. Ja, der hat es 40 Jahre vorher viele Dinge gewusst, die der Johannes dann nachher auch ausformuliert, genauer als Paulus das beschreibt. Aber gut, das ist dieses zeitliche Modell, wo man sagt, Offenbarung 4 ist schon die Entrückung, Offenbarung 5, 6, 7, 8, 10 und so weiter, ist alles Endzeit. Genau, das ist der Vers, Offenbarung 4, Vers 2. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, mit mir reden wie eine Posaune, die sprach, steig her, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Dann wird Johannes in den Himmel entrückt und jetzt macht man meiner Meinung nach eine Überinterpretation. Man sagt, Johannes wird stellvertretend für die Gemeinde entrückt. Und dann kommen jetzt die letzten 7 Schreckensjahre und da ist dann auch der weiße Reiter und das ist sofort der Antichrist. Das ist mir zu nervös. Gott ist da etwas gelassener. Und Gott macht eine große Struktur auf, damit man mal weiß, wo man ungefähr sich befindet. Und dann geht er ein bisschen näher ran in Zoom. Und dann macht er die Details. Finde ich didaktisch sehr klug. Aber normal die Ausleger sagen, das ist alles hintereinander bis zum Ende. Und dann, aber Daniel im Alten Testament, das Buch Daniel, ist auch nicht so chronologisch. Sondern fängt immer wieder neu auch in Strukturen an und geht dann in Details. Und ich glaube, das ist bei der Offenbarung auch so. Das zweite Modell ist ein Inhalt dieses Modells, was ich Ihnen heute gerne zeigen möchte. Die Siegel geben einen groben Überblick, die Posaunen gehen dann mehr ins Detail und zum Schluss kommen die Schalengerichte auch mit endzeitlichen Spezialitäten. Hier geht es um die Weltgeschichte, hier geht es um die Geschichte mit Israel und hier geht es um spezielle Themen in der letzten Jahrwoche. Die Weltgeschichte, Israel und dann absolut detailliert. Und dann, wenn man das hat, wenn man hiermit mal anfängt, dann hat man einen groben Überblick. Und dann kann man das besser einordnen und dann kann man das besser verstehen. Und die sich ein bisschen in Daniel auskennen, die wissen, dieses Standbild der Nebukadnezar, das ist in Daniel 2. Und dieses Standbild ist wie ein Setzkasten. Und in diesen Setzkasten passen alle Visionen, die Daniel nachher hat, passen alle dort rein. Die kann man dann einordnen da rein. Das ist klug, dann hat man eine ordentliche Struktur, wo man die Dinge einordnen kann. Ja? Also das ist das, wie ich es immer gehört habe. Ich glaube, dass es eher so zu verstehen ist. Es gibt noch etwas, was da noch fehlt. Und zwar gab es auch mal, dass 7 Donner gesprochen haben in der Offenbarung. Und da sagt Gott zu Johannes, schreibe nicht, was die gesagt haben. Das ist verborgen. Das weiß auch niemand, was die gesagt haben. Aber wir haben 7 Siegelgerichte, 7 Posaunengerichte, 7 Schalengerichte und 7 Donner. 3 und 1. Schon wieder. Wer damals dabei war, das noch ein bisschen im Kopf hat, kann das vielleicht jetzt auch ein bisschen einordnen, was wir da an Strukturen sehen. Der weiße Reiter, Christus oder Antichristus? Das muss ich Ihnen ein bisschen auch erläutern, warum ich da nicht der Meinung bin. Ich habe das
von einem Glaubensbruder, der mich sehr geprägt hat am Anfang, als ich gläubig wurde, habe ich viele, viele Kassetten von gehört, weil ich von Westerwald nach Aachen gefahren bin zum Studium. Das waren 2 Stunden, da konnte ich genau 2 Kassetten hören. Also da haben wir richtig gefuttert, damit man ins Thema auch kommt. Und der hat das auch mit dem Weißen Haus und mit Weiße Haus und Rote Pferd und so weiter. Aber warum ist er Christus oder ist er Antichristus? Also es sind 3 und 1 Reiter. 3 bringen Unheil, 1 bringt den Sieg. Das war die Struktur, die wir aus Sprüche hatten. Wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, nur zur Erinnerung. 3 Blöcke und 1 Block. Hier ging es übrigens auch um die ganze Weltgeschichte, gell? Um die Welt, um Israel, um den Hochmut Israels und Abfall und um das Königreich Jesu Christi. Und in der Mitte ist die Gemeinde. 3 und 1. Und das haben wir hier auch. Einer ist so ganz anders als diese Unheilbringenden, das ist der Herr Jesus. Warum ist Christus unter den Gerichtsreitern? Weil auch ihm Gericht gegeben ist. Er richtet die Welt. Paulus sagt dann auch, das ganze Gericht ist in die Hand Jesu gegeben. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Deswegen gehört er auch hierhin. Jetzt gibt es aber ein Problem. Wer öffnet nochmal die Siegel? Das Lamm. Aber wenn das Lamm die Siegel öffnet, kann das Lamm denn selber da drin auch vorkommen in diesem Siegel? Und da gibt es einen Bruder, Adolf Pohl, der hat sehr, sehr gute Sachen geschrieben und der kritisiert das. Der wäre jetzt nicht einverstanden mit dem, was ich sage. Ich sage Ihnen das nur der Fairness halber, dass Sie wissen, ich will Sie nicht in eine Richtung treiben, ja? Sondern dass Sie ein bisschen informiert sind auch. Der sagt, wenn es so wäre, dass der weiße Reiter Christus wäre, dann würde er sagen, und schließlich wäre Christus in dieser Version gleichzeitig als Lamm und als weißer Reiter gegenwärtig und hieße sich selber kommen. Und da sagt der Adolf Pohl, das kann er sich nicht vorstellen. Jetzt mache ich Sie auf was aufmerksam. Wer hat die Welt geschaffen? Jesus? Das Wort Gottes. Christus. In Christus alles geschaffen, alles geworden. Und dann wird er Mensch? Kommt selber in seine Schöpfung? Das wäre ja so, als wenn ich einen Computer bauen würde und würde als Programm da drin vorkommen. Genauso ist es. Merken Sie, wie unglaublich das ist, was wir glauben als Christen. Dass der Schöpfer in Christus ins Fleisch kam, in Christus. Gott wurde Mensch. Da kann man verstehen, dass die Juden sagen, das ist Ketzerei. Dass die Muslime sagen, das kann keiner glauben. Genau das, was der Adolf Pohl hier kritisiert, ist das, was in Christus passiert ist. Christus hat die Welt geschaffen. Sie ist für ihn. Und er kommt selber als Mensch von einer Frau geboren, Galater 1, und unter das Gesetz getan. Wird Mensch. Das ist unglaublich. Kommt in seine Schöpfung hinein, auf eine ganz seltsame Art und Weise. Der wird nämlich geboren von einer Frau, aber gezeugt durch den Geist. Wie soll das gehen, dass Gott ihm ins Fleisch kommt, dass Gott Mensch wird? Wissen Sie, das ist ein großes Geheimnis. Und für viele in der Welt auch eine spöttische Sache, aber es ist ein Mysterium. Das, was der Adolf Pohl hier kritisiert, ist genau das, was in Christus passiert ist. Und ist genau das, was hier auch der Weiße Reiter ist. Das Lamm öffnet die Siegel, lässt die Weltgeschichte ablaufen. Warum denn? Damit nach dem Ende der Welt, wenn alle Menschen offenbar geworden sind, bei Leibesleben, was sie getan haben, sei gut oder böse, Paulus, die Gläubigen offenbar werden und ihre Namen verlesen werden können im Himmel, im Buch des Lebens. Das heißt, diese 7 Siegel, die hier geöffnet werden, heißt im übertragenen Sinn, Christus schafft die Welt und lässt die Welt ablaufen in ihren zeitlichen Ordnungen bis zur Vollendung. Und dann kommt die Hüllenwegnahme und dann wird alle Welt offenbar. Christen, Nicht-Christen, die fürs Evangelium waren und die dagegen waren. Und dann wird offenbar geworden sein, wer zu Lebzeiten an Christus geglaubt hat und wer dem Herrn nachgefolgt ist.
Der Sinn dieser Welt ist nicht, dass wir halbwegs durchs Leben finden. Der Sinn dieser Welt ist allein, dass die Gemeinde Jesu als sein Leib offenbar wird vor den Engeln im Himmel. Übertragen, die Siegel werden geöffnet, die Weltgeschichte läuft ab, am Ende kommt Christus wieder und dann werden die Namen verlesen von dem Buch, was dann geöffnet wird. Das war in- und auswendig beschrieben. Warum hat Johannes geweint, dass es niemand öffnen kann? Weil sonst keine Erlösung käme. Ja? Das ist das Lebensbuch des Lammes, was hier geöffnet wird. Und die ganze Welt mit ihrem Tand und ihrer Pracht und ihrer Schönheit und ihrem Irrsinn und ihren Verrücktheiten und ihrer Vielfalt und ihren vielen Milliarden Menschen hat nur einen Sinn, dass die Gemeinde Jesu und auch Christus selbst in der Welt offenbar werden vor den Engeln zum Zeugnis der Welt und zum Zeugnis des Vaters. Das ist das, was wir hier in verklausulierten, nichts roter Platz, weißes Haus. Das ist viel tiefer, das ist viel grundsätzlicher. Kann man das verstehen? Stellen Sie sich vor, in der Hand dessen, der auf dem Stuhl saß, auf dem Thron saß, steht in neueren, ich habe die alte Luther-Übersetzung, weil die darf man kopieren. Ich lese die auch immer noch gerne, ja, da habe ich mich so dran gewöhnt. In der neuen Übersetzung steht Thron, aber der auf dem Thron, auf dem Stuhl saß, hat ein Buch in der Hand. Das ist inwendig und auswendig geschrieben. Mit wem denn? Mit den Namen, ich sage mal ganz, der Christen. Aber niemand kann das Buch öffnen. Und Johannes weint und sagt, keiner kann das Buch öffnen. Die Namen können nicht offenbar werden, nicht verlesen werden. Weint. Und dann sagen sie, weine nicht. Jemand hat es überwunden und jemand darf das öffnen. Das ist der Löwe von Juda. Und da kommt ein Lamm. Und der schafft die Welt. Und gibt seinen Geist da hinein. Und lässt die Menschen leben und schenkt seinen Geist hinein und kommt selber in die Welt hinein. Und zu Pfingsten lässt er die Gemeinde groß werden und viele Hunderttausende, viele Millionen Menschen haben das geglaubt. Durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende. Und irgendwann sind alle Siegel geöffnet, dann ist die Welt abgelaufen. Und dann wird das Buch aufgerollt und dann werden die Namen verlesen. Das Lebensbuch des Lammes. Kann man das verstehen? Es ist ein schwieriges Bild, ja? Aber das ist es, worum es hier eigentlich geht. Und viele lassen sich dann von diesen Siegeln faszinieren, weil man sagt, boah, das ist ja auch interessant, ist ein bisschen neugierig, das darf man ja auch alles sein, ja? Aber die Siegel sind eigentlich nur Nebensache. Das, was im Buch steht, das ist wichtig. Und davon schreiben diese Siegel. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Siegel, die hier stehen, die anderen habe ich ein bisschen ausgegraut, dass die erstmal die ganze Weltgeschichte vom Anfang bis zum Ende, Christus, Gericht, die Märtyrer unter dem Altar, dann kommt der Herr wieder, Endgericht, und dann wird alles offenbar. Und dann macht Gott eine zweite Stufe, und dann kommt er zu den Posaunengerichten. Da geht es um die Israelsgeschichte. Und dann geht er bis in die Details in der Endzeit. Also ein Grund, warum Christus hier bei den Gerichtsreitern ist, ist diese 3-in-1-Struktur. Ein Punkt ist, Christus ist Gott und wurde Mensch. Also wie der Adolf Pohl hier sagt, dass das ein Widerspruch wäre, ist meiner Meinung nach keiner. Denn in Wesenheit, im Neuen Testament wird uns das offenbart. Christus hat die Welt geschaffen, hat die Welt erlöst. Es ist alles zu ihm und für ihn und durch ihn, Kolosserbrief. Alles für Christus. Er ist der Herr, er ist der König, er wird angebetet. Er hat sein Blut vergossen. Unglaublich. Er lässt die Weltgeschichte ablaufen, die Welt gehört ihm. Und er will, dass seine Gemeinde in der Welt, in der Zeit, ihm nachfolgt, ihm gehorsam ist, glaubt an ihn, dass er durch seine Gemeinde in die Welt hineinwirken kann, dass wir durchlässig werden, Botschaft geben von der Hoffnung, die in uns ist. Und das ist hier in so einem verklausulierten Bild gezeigt. Christus ist Anfang und Ende. Er ist der Erste im ersten Siegel und er ist im letzten Siegel. Anfang und Ende, Alpha und Omega. Das war das sechste Siegel, ja? Ich sah, dass es das sechste Siegel auftat. Siehe, da wurde ein großes Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack.
Der Mond ward wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von großem Wind bewegt wird. Das ist das endzeitliche Gericht. Und ich erlaube mir mal zu sagen an Israel, warum? Weil das Sterne sind, die fallen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft. Da wird's dunkel in Israel. Ja? Das ist Gericht, die sind verdunkelt. Ihre Lampen erlöschen, die Jungfrauen haben kein Öl mehr. Die Sonne scheint nicht mehr, der Mond scheint nicht mehr, Joel, die Sterne. Aber ich glaube nicht, dass es um die kosmischen, stellaren Sterne geht. Hier geht es um geistliche Dinge. Die Schöpfung wird auch neu werden. Aber wir müssen das auch gut und klug verstehen und da lassen, auch wo es ist. Und dann kommt Christus wieder. Der Himmel entweicht wie ein zusammengerolltes Buch. Alle Berge und Inseln wurden bewegt aus ihren Örtern und so weiter. Und dann kommt der Tag des Zornes des Lammes. Wer kann bestehen? Niemand. Da kann niemand bestehen. Auch Sie nicht, auch ich nicht. Niemand. Da können wir nur bestehen, wenn wir sagen, es geht nicht mehr um uns, es geht um Christus. Er hat uns von seiner Gerechtigkeit gegeben. Wenn die Sonne kommt, ja, Christus kommt in Kraft. Christus ist der Sieger. Das wären so die Gründe, die ich da anführen würde, um zu sagen, dass das nicht der Antichrist ist. Mir ist das zu hektisch, wissen Sie? Man sagt hier, Offenbarung 4 ist jetzt die Entrückung Johannes und jetzt ist alles Endzeit und da muss das natürlich der Antichrist sein, aber mir fehlt dann auch so ein vollständiger Blick, dass man eine komplette Struktur sieht. Es nützt nichts, das jetzt rauszugreifen auf den roten Platz und das aufs Weiße Haus zu interpretieren. Das kommen wir nicht vorwärts. Und ich sage das so häufig, weil ich das nicht mag. Das tut dem Wort Gottes einen Abbruch. Das macht das unglaubwürdig. Wenn in Daniel diese vom Standbild die 10-10 immer auf 10 europäische Staaten ausgelegt werden, man muss das immer ständig nachpflegen, weil sich das ständig ändert. Weil es stimmt einfach nicht. Und irgendwann werden die Hörer müde. Das ist nicht gut. Ja? So ein bisschen behutsam mit umgehen. Ist ja auch Gottes Wort. Ja? Okay, das waren praktisch die ersten vier. Und jetzt steht das fünfte Siegel, der Altar mit den Märtyrern. Jetzt lesen wir das fünfte Siegel mal. Ja, das ist der Altar mit den Märtyrern. Und warum sind die Märtyrer unter dem Altar? Als es das fünfte Siegel auftat, also die vier Reiter reiten schon, als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die erwürgt waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen ward gegeben, einem jeglichen ein weißes Kleid, und ward zu ihnen gesagt, dass sie ruhten noch eine kleine Zeit, bis das vollends dazu kämen, ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollten noch getötet werden, gleich wie sie. Also der Herr sagt im Prinzip, die Zeit ist noch nicht da. Er versorgt sie mit weißen Kleidern, er gibt ihnen praktisch damit Recht und Gerechtigkeit, neues Kleid. Aber er sagt, da wird noch eine Zeit sein, die man noch warten muss, bis auch ihre Mitknechte dazukommen. Hier steht jetzt, da habe ich eben kurz darauf angesprochen, die sind erwürgt worden oder ermordet oder getötet worden um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und ich glaube, dass das Alttestamentler sind. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht. Hier ist Johannes, Offenbarung 1, Vers 9. Ich, Johannes, war auf der Insel, die da heißt Patmos, Türkei heute, ja? Um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu Christi. Und der Drache, Offenbarung 12, und der Drache wurde zornig über das Weib und ging hin zu streiten mit denen, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Das sind Christen, denn die haben das Zeugnis Jesu. Offenbarung 19, Vers 10, ich bin dein Mitknecht und dein Bruder und deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Aber hier, in diesem ersten ganz groben Aufriss der Weltgeschichte, vom Anfang bis zum Ende, geht es noch nicht um Christen. Das Geheimnis der Gemeinde ist dann noch außen vor, ist noch ausgespart. Wie bei Sprüche war das so ein Einschub, ein kleines Geheimnis. Es fehlt hier noch, ganz grob. Und deswegen steht auch hier, die sind um des Wortes Gottes willen gestorben und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Ein alttestamentliches Zeugnis, noch nicht das Zeugnis Jesu Christi. Das sind Alttestamentler. Meine Meinung. Ich bin niemand böse, der das anders sieht.
Aber so würde ich es verstehen wollen. Warum unter dem Altar? Wieso sind die unter dem Altar? Was machen die da? Wie kommen die da hin? Wie wollen wir das verstehen? Welcher Altar? Muss der dritte Tempel dann doch gebaut werden, dass da der Altar drin ist? Ist der Altar gemeint? Ist das schon so detailliert hier ausziseliert? Glaube ich nicht. Ich nehme das mal vorweg. Ich glaube, der Altar, der hier gemeint ist, das ist der Berg Zion. Da haben wir schon mal von gesprochen, dass das ganze Land Israel aufgebaut ist wie die Stiftshütte. Mit dem äußeren Vorhof, das ist Israel. Mit dem inneren Vorhof, das ist Juda. Mit dem Heiligtum, das ist Jerusalem. Und mit dem Altar, das ist der Berg Golgatha. Das ganze Land ist so, wie der Tempel, wie die Stiftshütte. Und ich glaube, dass die Märtyrer, die dort unter dem Altar sind, die sind, dann ist jetzt auch ein, ich sage Ihnen das einfach mal so, da können wir drüber diskutieren auch gerne, die sind in Jerusalem ums Leben gekommen, die sind in Jerusalem um des Wortes Gottes willen, haben die den Märtyrertod erlitten. Und sind nach jüdischem Denken hinab im Totenreich, Abraham, und werden auferstehen. Die sind unter dem Altar. Warum aber in Jerusalem? Warum unter dem Altar?